Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Viele von euch kennen GoPros und wissen, dass sie ziemlich teuer sind. Ich zeige euch heute eine gute Alternative. Viel Spaß! Das ist die X-Zeit RC. Das ist eine Actioncam genauso wie GoPro. Und davon gibt es viele verschiedene Varianten, insgesamt 3 Stück. Einmal in HD, einmal in Full HD, so wie ich die habe, mit Wi-Fi und einmal noch die mit 4K. Die hat auch Wi-Fi und ja. Hier drüben seht ihr eine kleine Tabelle, wo die ganzen jetzt nochmal aufgelistet sind, also die 3 Stück. Die Actioncam kommt in einer coolen Verpackung. Dort ist nicht nur die Actioncam drin, sondern auch richtig, richtig viele Halterungen zum Befestigen, eigentlich für jede Situation, die man so haben kann. Helm, unter Wasser, fürs Fahrradfahren am Lenkrad und alles ist mit dabei. Als erstes, wo ich den Preis gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie ist die Videoqualität und wie ist die Verarbeitung. Und ich muss sagen, die Verarbeitung und die Videoqualität ist echt super, vor allem für diesen Preis. Jetzt komme ich mal zu den technischen Daten. Die Kamera nimmt mit 1080p auf mit 30 Bildern pro Sekunde oder mit 720p mit 60 Bildern. Leider kann man die Kamera nur mit einer 32 GB Micro-USB-Karte verwenden, aber das finde ich jetzt auch nicht allzu schlimm, denn die Daten sind echt wirklich nicht groß. Sie hat einen Weitwinkel bis zu 140 Grad. So kann man echt coole Aufnahmen machen, wo echt viel drauf ist. Das gefällt mir. Die Kamera hat ein eingebautes LCD-Display. Das finde ich echt super. Das Problem ist, dass die Bildqualität dieses LCD-Displays ist nicht echt so schön. Man kann nämlich nicht gleich so sehen, wie ist das Video geworden oder wie kann man jetzt das Foto einschätzen oder sowas. Aber für Einstellungen und sowas finde ich es echt super, dass ein recht großes Display für diese Kamera eingebaut ist. Auch der Akku ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, denn er hat nämlich nur 900 mAh. Alles gut ist, man kann ihn einfach austauschen. Anschließend hat die Kamera ein Micro-USB und eine Micro-HDMI. So kann man seine Filme gleich auf dem Monitor oder auf dem Fernsehen anschauen. Unter Wasser kann die Kamera natürlich auch aufnehmen. Man kann übelst schöne Aufnahmen machen, klares Bild und nichts ist verschwommen und echt super. Vor allem mit den 60 Bildern pro Sekunde kann man echt coole Slow-Motion-Aufnahmen machen. Hier einen kleinen Einblick. Wi-Fi ist hier an dieser Kamera natürlich auch an Bord. Hierzu muss man natürlich nur die App herunterladen, die natürlich auch selbstverständlich kostenlos ist. Und die lädt man ganz einfach aus dem Play Store oder aus dem App Store herunter. Um die Kamera mit dem Handy zu verbinden, muss man ganz einfach die App öffnen und an der rechten Seite der Kamera den Wi-Fi-Knopf drücken. Gerade eben seht ihr die Kamera und an der Seite seht ihr natürlich, dass ich eine App einstelle. Und das müsst ihr einfach nur nachmachen und dann habt ihr die Verbindung. Ich finde die Verbindung zwischen der Kamera und Handy eigentlich, fand ich sie am Anfang nicht so gut, aber da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Schaltet einfach mal GPS an eurem Handy ein. Und dann finde ich, läuft es einfach viel, viel flüssiger, weil am Anfang hat das bei mir übelst geruckelt und man konnte eigentlich kaum ganz flüssig bewegen, dann ist das Ganze halt abgebrochen. Also Tipp für euch, schaltet GPS ein. Aber jetzt lang genug geredet. Hier seht ihr ein paar echt coole Aufnahmen, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Viel Spaß!
Sollte man sich die Kamera kaufen, ja oder nein? Und ich sage ganz einfach, ja. Wer viele Actionaufnahmen machen, wer gern Urlaub, Ski fährt oder sowas, oder mit dem Fahrrad oft fährt und das gerne aufnehmen möchte, ist das echt super. Oder coole Slow-Motion-Aufnahmen machen möchte, das funktioniert mit den 60 Bildern pro Sekunde echt super. Und ich finde, da kann man echt nichts falsch machen für diesen Preis. Und wenn man mal sieht, was so eine GoPro kostet, wenn man mal diese Kamera daneben hält, muss ich schon echt sagen, top Preis. Vor allem für die Verarbeitung und alles, echt allgemein, echt guter Preis. Und das war's jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.